Gemeinschaft ist heute mein Thema. Ich möchte auf dieses Thema nochmals intensiv eingehen, weil erstens Tai uns immer wieder darauf hinweist, wie wichtig es in dieser Zeit ist, Gemeinschaften aufzubauen, um in schwierigen Situationen bessere Lösungen und Möglichkeiten füreinander zu finden. Ich denke, wir sind jetzt in einer sehr starken Umbruchzeit, wo sich viel tut, was uns wieder zusammenfinden lässt. Und so ein paar Gedanken dazu, denke ich, helfen uns mehr, dieses Eingehen aufeinander zu praktizieren. Und der zweite Grund ist, weil es uns hilft, unser Ego-Denken zu reduzieren, unser Single-Dasein, unsere Ängste und Einsamkeiten aufzulösen, um zu mehr Mitfreude, Mitgefühl und Gleichmut zu kommen. Das Sprichwort "Gemeinsam sind wir stark" hat einen tiefen Sinn, einen tiefen Hintergrund. Ich möchte dazu gleich am Anfang ein Beispiel bringen von Also ich lehne mich hier an ein Buch an, das ein Amerikaner geschrieben hat aus seiner neuesten Forschung der Epigenetik, der Zellbiologie. Und er brachte das schöne Beispiel, dass er von Amerika nach Hawaii ging an die Universität, um dort zu lehren, Biologie, Zelllehre zu lernen. Dann hat er Fragebögen rumgegeben an die Studenten, um einfach mal aufzuzeigen, was hier erwartet wird in diesem Semester und was sie am Ende des Semesters können müssen, um ihre Prüfung zu bestehen. Nachdem die Zettel verteilt waren, saßen die Studenten darüber und fingen dann also wirklich an zu schwitzen, weil diese Themen, die da alle aufgeführt waren, waren ihnen zum großen Teil fremd und es war ein völlig neues Gebiet. Und sie sahen schon ihr Semester dahinschwinden, ohne es zu schaffen. Und wir wissen, dass in so Lerngruppen immer gute Leute sind, die sehr intelligent sind, die eine schnelle Auffassungsgabe haben und dass es immer auch Menschen gibt, die ihre Fähigkeiten woanders haben. Und es geht darum, diese Menschen dann zu integrieren, sie mitzuziehen und hier eine Gemeinsamkeit zu bilden, die es gemeinsam schaffen kann. Und das war dann das Prinzip. Die Fragebogen wurden zurückgegeben mit nur ganz wenig Kreuzchen drin, weil sie total überfordert waren mit dieser ganzen Thematik. Und insofern waren sie alle voller Angst und erschrocken, wie denn das alles werden wird. Dieser Bruce Lipton, der diese Thematik dort an der Universität lehrte, hat sich bereit erklärt zu sagen, wenn ihr wirklich zusammenspielt, wenn ihr wirklich eine Gemeinschaft werdet, ich unterstütze euch, wann immer ich kann und wo ich kann. Und ich kann euch versprechen, es kann viel geschehen. Und ich bin überzeugt, jetzt bin ich schon bei meinem ersten, allerwichtigsten Satz, ich bin überzeugt, wir schaffen es miteinander. Auf dieses Überzeugtsein komme ich noch näher. Und er selber wusste nicht, worauf er sich da einlässt. Er hat unendlich viel Zeit für diese Studenten geopfert, hat sich intensiv einbringen müssen, aber es hat sich gelohnt und sie haben es alle geschafft. Und es war eine großartige Gemeinschaft, was er vorher nie in dem Sinne erlebt hat und es war für ihn ein Riesenerfolgserlebnis. Und insofern war die Überleitung auch zu seiner Biologie, zu seinem Zellsystem, zu der ich jetzt auch kommen möchte, dass wir also dieses Gemeinschaftsleben besser verstehen können, wenn wir es mit dieser neuesten Wissenschaft aus der Biologie, also der Epigenetik, vergleichen. Die Epigenetik ist die Wissenschaft von den molekularen Mechanismen, mit denen die Umgebung die Genaktivität steuert, das heißt, wir sind jederzeit in der Lage, neue Lebensprogramme zu schaffen und nicht
das Vorhandene zu leben. Das Gehen wird durch ein Signal aus der Umgebung und nicht aus dem Gehen selbst heraus aktiviert. Das heißt, wir sind nicht Opfer, sondern Meister unseres Lebens. Und dabei kommt es auf unsere Umwelt, auf unser Umfeld an. Und es ist ein wesentlicher Punkt, immer wieder zu schauen, in welches Umfeld begebe ich mich, in welche Gemeinschaft gehe ich, was möchte ich da für mich auch als Ziel setzen und mir klar machen, worauf ich mich natürlich auch einlasse. Wenn wir unsere Zellentwicklung betrachten, sprich vom Einzeller zum Mehrzeller, Pflanze, Tier, Mensch, können wir ableiten, wie intelligent die Entscheidung der Einzeller war, sich zu Organismen zusammenzuschließen. Sie folgten der kollektiven Stimme, um damit besser zu überleben. Und das ist eine großartige Geschichte. Wenn wir unseren Organismus betrachten, wir als Mensch, wie toll alles in uns funktioniert, durch den Zusammenschluss dieser Einzeller, dieser einzelnen Zellen, die diesen großartigen Organismus letztendlich gebildet haben, mit diesen Toren nach draußen, mit dem Innenleben, mit der Psyche, mit dieser Beseelung und mit all den vielen Fähigkeiten, die aus dieser Gemeinsamkeit entstehen, dann war das eine unglaublich große Erkenntnis, die die Zellen damals schon hatten. Wir wissen ja, dass diese Zellen ja ein kompletter Organismus sind, die alles enthalten. In der Gemeinschaft unterliegen wir weit mehr den vielen Einflüssen, das heißt Verhaltensformen aus unserer Umgebung, das heißt den Verhaltensformen der Mitmenschen, aus unserer Umgebung. Und es ist immer wichtig und zu schauen auch, was es mit uns macht, wie unsere, ich benenne es jetzt mal, er nennt es auch so, unsere Festplatte programmiert ist und wie wir es schaffen, unsere neue Umwelt damit mit neuen Lebensprogrammen oder neuen Lebensmöglichkeiten umzuprogrammieren. Auf unserer Festplatte sozusagen, das heißt unserem, ich sage jetzt mal, Unterbewusstsein oder Unbewusstsein. Das spielt alles zusammen, auch Speicherbewusstsein. Wir haben es am Montag mal näher betrachtet. Eva hat es uns so schön erklärt, wo so die feinen Unterschiede sind. Da ist alles enthalten, was uns geprägt hat. Angefangen von der Schwangerschaft unserer Mutter. Sogar schon vor der Schwangerschaft gibt es einen wunderbaren Artikel auch in diesem Buch drüber, wie man sich auf ein Kind zeugen als Elternschaft schon programmieren, beziehungsweise, ich will jetzt nicht programmieren, sondern einstellen kann, wie man da schon all die Kriterien für ein gesundes Wesen schaffen kann und wie man sich da schon in liebevollster Form und in einem liebevollen Miteinander hin zu dieser Zeugung bewegen kann, bis hin dann zur Geburt des Wesens. Und all diese Konditionierungen, die wir da mitbringen, die wir da haben und kriegen, durch die Geburt, durch unser Umfeld, durch all unsere Menschen, die wir in der Zeit um uns rum hatten, wird unsere Festplatte laufend gespeist. Diese Festplatte ist einfach nur wie ein, ja, Teil sagt immer, es ist wie eine große Schüssel mit Samen. Da ruhen die ganzen Samen drin und werden nur, wenn sie durch äußere Reize berührt werden, auf den Plan gerufen werden oder wie ein Schauspiel auf die Bühne gerufen werden, dann kommen sie nach oben. Teil sagt immer, dieser Same, der dann bewässert wird, aufgeht, nach oben kommt. Und dann erst berührt er unsere Gefühle und dann erst entsteht unsere Emotion. Das Fatale daran ist, dass diese Festplatte, die natürlich wunderbare positive Samen enthält und auch negative Samen,
immer eher die negativen Samen nach oben bringen. Das heißt, die positiven registrieren wir nicht so, wir nehmen sie nicht so wahr. Aber die negativen, das sind die roten Knöpfe. Wenn da drauf gedrückt wird, dann sind die sehr schnell da und spielen ihr Programm ab. An und für sich sind diese Programme, die da drauf sind, einfach nur Programme. Sie haben keine Emotionen, da gibt es nichts dabei. Es ist einfach nur etwas, was mal erlebt wurde, was da reingespeichert wurde und sonst gar nichts. Aber durch unsere Umwelteinflüsse werden die dann bewässert und fangen an, sich zu leben. Und da ist natürlich dann unser Bewusstsein, unser Gewahrwerden gefragt, wie gehen wir jetzt mit diesen Dingen um. Und nachdem immer, wie gesagt, eher die negativen Sachen hochkommen und bewässert werden, haben wir natürlich ganz viel Arbeit, das immer wieder für uns neu anzuschauen und neu zu schauen, was machen wir jetzt damit. In dieser Gemeinschaft, die wir bilden, können die Aufgaben viel effektiver und klarer gelöst werden. Nämlich nach der Fähigkeit des Einzelnen. Und wir wissen, jeder hat unendlich viele Fähigkeiten und viele Möglichkeiten und jeder auf einem anderen Gebiet. Und darum ist dieses Zusammenspiel so was Wichtiges, diese gemeinsame, kreative Form des Lebens und des Überlebens zu leben und erheblich zu verbessern. Bei all dem entsteht der Vorteil, dass mehr Mitglieder von weniger leben können und das ist für unsere Zukunft ein ganz wichtiger Faktor. Dieser Zusammenschluss, dieses Teilen miteinander. Damit können natürlich auch verteilte Materialien besser, ich sage jetzt mal, ausgenutzt werden und mehr zum Tragen kommen, wie wenn sie nur in einzelnen Händen sind. Da können auch Menschen, die einfach in schwächeren Positionen sind, mitgetragen werden. Und dieses Einzelkämpfertum kann aufgehoben werden, sodass wir zu großartiger Leistung mit viel besserer Qualität fähig sind. Der wichtigste Teil dieser Organisation ist die Kooperation und die Koordinierung. Und es kann hervorragend funktionieren, wenn wir uns einig sind. Ein tolles Beispiel war für mich St. Engelmar. Wie toll das funktioniert hat, dass ihr zusammengespielt habt, dass ihr euch wirklich auch so aufgeteilt habt, dass jeder den Part gemacht hat, wo er gesagt hat, das kann ich, das freut mich, das mache ich gerne. Und damit gab es so eine Harmonie, die von euch, von uns ausging, die sich übertragen hat auf die ganzen Teilnehmer. Und es war eine Resonanz. Alle haben gesagt, es war also wirklich sowas von, ich möchte fast sagen, komplett und wunderbar, wo alle von profitiert haben. Und jeder hat auch so ein Stück davon nach Hause genommen, was Gemeinschaft heißt. Auch die Disziplin natürlich, die da dabei ist, bei uns und die bei den anderen dann entsteht. Wenn ich dann wieder zur Biologie komme, dann gibt es da auch wieder ein wunderbares Beispiel, nämlich wenn Zellkulturen angelegt werden, das machen die Biologen, die legen Zellkulturen in Flüssigkeiten an und diese Flüssigkeiten müssen dann entsprechend genährt werden, damit diese Zellkulturen wachsen können. Da kann man heute ja schon Hautverpflanzung, alles Mögliche mitmachen. Wenn diese aber vor sich hin kümmern, liegt die Ursache in der Umgebung der Zellen, nicht bei den Zellen selbst. Und so ist es auch in der Gemeinschaft. Denn wenn keine Harmonie da ist, nichts Nährendes, sondern Negatives verbreitet wird, leidet diese Gemeinschaft. Sie kann nicht geistig wachsen und zerfällt bis hin zur Auflösung. Und diese Zellen, wenn sie nichts Nährendes kriegen, die dümpeln vor sich hin, die vermehren sich kaum, sie erhalten sich gerade so am Leben.
Und die andere Form, uns gegenseitig zu bewässern, uns gegenseitig zu bestärken, das kann wieder zu ganz anderen Ergebnissen führen. Wir müssen Stressfaktoren jeglicher Art abbauen, zum Beispiel Ängste in all ihren Formen, Zeitdruck, Überforderungen und aktiv nach einem friedvollen, liebevollen Leben streben, das uns Wachstumsimpulse setzt. So können natürlich alle Mitglieder, wir selbst auch, gesunden, reifen und auf ein gemeinsames Ziel hinwirken. Die Möglichkeit, durch Lernerfahrungen bestimmte Verhaltensmuster loszuwerden, uns neue anzueignen und bereits angelegte Fähigkeiten zu aktivieren, erfordert unsere ganze Kreativität. Natürlich ist es nicht so ganz einfach, denn wenn alte Platten aufgerufen werden und sich abspielen bei uns, dann brauchen wir sehr, sehr viel Energie, um einzugreifen, um Stopp zu sagen, um zu gucken, wo kommt diese alte Energie her, dieses alte Engramm. Oft können wir uns daran erinnern, zum großen Teil nicht mehr, weil es zu einer Zeit stattgefunden hat, wo wir uns noch nicht an diese Erlebnisse erinnern können. Und insofern haben wir aber die Möglichkeit, in dem Moment, wo wir es wahrnehmen, wo es hochkommt, wo unser Gefühl berührt wird und wir merken, wenn es sich von unten hocharbeitet, jetzt habe ich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, es anzugucken und zu sagen, okay, das eine ist, ich bemerke, es ist so stark, ich habe im Moment gar keine Möglichkeit, mich da rauszuklinken. Ich kann es weder akzeptieren, noch kann ich damit umgehen. Dann haben wir unsere Gemeinschaft, auf die wir uns beziehen können. Und diese Gemeinschaft kann uns dabei helfen. Wir können uns mitteilen und sagen, du, das und das Problem habe ich gerade, so und so fühle ich mich. Hast du Ähnliches erlebt? In welcher Form kannst du mir helfen? Helfen, indem du deine Sicht mit diesem Problem mitteilst und ich vielleicht für mich eine andere Sichtweise kriegen kann. Eine Möglichkeit. Es gibt eigentlich viele Möglichkeiten. Aber hier ist wieder die Gemeinschaft gefragt. Und die Gemeinschaft ist da, was sehr, sehr vertrauensvoll ist. Und was ich immer wieder auch schon in psychologischen Gemeinschaften, in Gruppen erlebt habe, dass wenn wir auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, wir füreinander so viel Verständnis kriegen, dass wir uns wirklich so annehmen können, in unserem Mangel auch, den wir einfach haben. Und nicht anfangen, Bevormundungen oder Kritik zu üben oder einfach auf eine Art uns einbringen, die dem anderen nicht hilft. Auch da müssen wir immer gucken, womit helfen wir ihm denn wirklich? Nicht mit neuen Vorschlägen, Ratschlägen, diese Dinger da, die wir so dann hinpräsentiert kriegen, das sind sie sicher nicht, sondern eher mit Erfahrungen, mit helfenden Hinweisen, möchte ich mal sagen. Und sowas schweißt zusammen. Sowas lässt einander verstehen und wirklich miteinander umgehen auch. Also wie gesagt, die Möglichkeiten der Lernerfahrungen sind hier ganz groß. Und das Umprogrammieren dieser Programme, die da als Konditionierung so festsitzen und sich immer wieder durch unsere äußeren Reize nach oben arbeiten. Eine Zelle als kompletter Organismus hat ihr Gehirn in der Zellmembran. Und das ist das, was jetzt so faszinierend ist, was so ganz neu ist. Weil damit wird die alte Newtonsche Theorie umgeworfen. Und die Quantenphysik kommt damit mehr ins Spiel. Denn das heißt natürlich, dass natürlich haben wir im Gehirn auch Gehirn, weil da sitzen ja auch unsere Zellen. Aber nachdem unser Gehirn auch in den Zellen selbst, nämlich in der Membran sitzt
und nicht im Zellkern, ist jede Zelle mit diesem, mit dieser Membran so sensibel, dass sie alle Umweltreize aufnimmt und weiterleitet. Man hat dazu festgestellt, dass wenn man den Zellkern rausnimmt, die Zelle weiterlebt, weil nämlich dieses Lebensprogramm auch in dem Zellkern sitzt, in der Zellmembran sitzt. Nur im Zellkern sitzen diese Proteine, diese Moleküle, die für die Teilung sorgen. Und wenn dann keine Teilung mehr stattfindet, stirbt sie letztendlich. Aber das ist wieder das Zusammenspiel des gesamten Organismus. Aber wie gesagt, ich finde das faszinierend, dass diese Membran letztendlich dieses Gehirn enthält und dass das jetzt so erkannt worden ist. Und damit sind es unendlich viel kleine Gehirne, die hier aufnehmen, die hier registrieren, die hier zusammenspielen und die sich koordinieren. Und diese Koordination, die erhält einen gesunden Organismus. Zum Beispiel können wir daraus schließen, ach so, das wollte ich noch davor sagen, diese Zellmembran, und das wissen wir auch aus der Hautlehre her, enthält Tore und Kanäle und ist natürlich von außen her auch programmierbar wie ein Computer. Also es geht rein und raus. Es kommen Programme von dieser Zellmembran nach draußen und es gehen auch welche rein. Und wenn wir das begreifen, wissen wir, dass wir Meister unseres Schicksals sein können. Dass wir immer wieder, wenn wir anschauen, was so rundherum bei uns läuft, uns eingeschlossen, wir an dieser Festplatte drehen können. Denn es gibt nichts Festes. Wenn alles im Leben im Fluss ist, dann sind auch unsere Programme veränderbar. Daraus können wir dann schließen, dass es für jeden Mangel in unserem Körper, ich sage jetzt mal Mangel auch als Krankheit bezeichnet, ein Kräutlein gibt oder energetisches Heilen oder psychotherapeutische Lernprozesse. Oder manchmal tut uns einfach nur ein Apfelbrusttee gut. Das ist etwas, was wir hier immer wieder praktizieren. Und ich finde es wunderbar, uns in den Arm zu nehmen, uns zu spüren und zu sagen, ich bin ganz bei dir. Einfach wunderbar. Im Gegensatz dazu, das sollten wir uns auch bewusst machen, sind allopathische Medikamente, und ich greife jetzt mal ein Beispiel auf, nämlich die Beta-Blocker, die das Zusammenspiel der Zellen über das Nervensystem zum Herzen hin unterbrechen und damit keine wirkliche Heilung ermöglichen. Denn wenn die dort eingesetzt werden, dann wird einfach das Reizsystem zum Herzen hin unterbrochen, blockiert. Und das hat natürlich den Vorteil, dass mein Herz in seinem Rhythmus bleibt und in seinem Rhythmus weiterschlägt und nicht der Blutdruck nach oben gepeitscht wird und ich dieses in mir außer sich sein auch dann über meine Organe feststellbar wird, diese Symptomatik. Wir müssen wirklich sehr genau hinschauen. Wenn wir alle den Heiler in uns haben, dann kommt es darauf an, wie wir diesen aktivieren können, womit wir diesen aktivieren können. Und den können wir wieder mit neuen Programmen, unseren neuen Programmen mit, sprich neuen Überzeugungen, aktivieren. Wir wissen auch, dass der psychische Körper vom immateriellen Geist beeinflusst werden kann. Dieser sitzt nicht nur im Kopf, sondern wird durch Signalmoleküle im ganzen Körper verteilt. Das heißt, unsere Gedanken können aktivierend oder hemmend auf das Zellsystem einwirken. Ebenso die Signale der Umwelt. Das heißt, das Kollektiv, alles was in der Welt geschieht, auch mit dem, egal wo es ist, in welcher Ecke der Welt, stehen wir in Kontakt. Das ist das, was Tai uns immer wieder so bewusst macht und immer wieder sagt,
es ist nicht nur das, was ihr in eurem kleinen Rahmen für euch tut oder nicht tut, sondern auch die Verbundenheit mit allen Wesen auf dem ganzen Planeten hier spielt eine sehr große Rolle. Und darum gibt es Situationen, wo wir Emotionen haben, die wir für uns nicht erklären können, wo wir Traurigkeiten haben bis hin zu Depressionen und wir finden den Schlüssel nicht dafür, wir erkennen nicht, was jetzt da ist. Das muss nicht immer mit uns zu tun haben, es kann auch mit unserer Umgebung zu tun haben, mit dem Kriegerischen, sage ich jetzt mal, was irgendwo in einer anderen Ecke der Welt abläuft, was uns berührt und traurig macht, aber nicht im Bewussten jetzt da ist, nicht abrufbar ist. Diese kollektiven Einwirkungen können wir natürlich auch in einer Gemeinschaft viel besser abfangen, indem wir uns zusammenschließen, indem wir es gemeinsam anschauen und indem wir gemeinsam meditieren, liebende Güte ausschicken, aussenden dahin, wo viel Aggression und viel Kriegerisches noch zu Hause ist, warum auch immer. Und damit, das wisst ihr, welch eine starke Energie in der Meditation entwickelt werden kann, können wir viel bewirken. Und je mehr Gemeinschaften sich bilden, umso stärker wird dieses Netz. Ich weise immer wieder auf dieses Netz hin, diese Verschaltung, diese, wie hat er so schön gesagt, der Sheldrick, diese Verknotungen, Vernetzungen, die morphogenetischen Felder, ganz genau. Und darum auch ein Aufruf an euch zu unserer großen Sangha hier und auch München, eure kleinen Sangen immer mehr zu nähern. Lasst sie wachsen, es ist was Tolles. Und wenn wir uns dann hier zu der Großen zusammenfinden alle und können uns dann gegenseitig beflügeln, dann wächst das Ganze einfach. Und dann kann mehr Frieden in der Welt geschehen. Nicht unsere Gene sind es also, sondern über unsere Überzeugungen, die unser Leben steuern. Nicht unsere Gene, unsere Überzeugungen. Und da hat sehr weise Gandhi schon so einen schönen Spruch gebracht, der sagt, deine Überzeugungen werden deine Gedanken, deine Gedanken werden deine Worte werden dein Handeln wird zu deinen Gewohnheiten, deine Gewohnheiten werden zu deinen Werten, deine Werte werden zu deiner Bestimmung. Diese Bestimmung ist auch so etwas. Wozu bin ich bestimmt? Diese Frage stellen wir uns immer wieder mal. Wer bestimmt denn das, wozu ich bestimmt bin? Ist es der Teil in mir? Oder gibt es da draußen etwas? Es ist schwierig, da eine Antwort zu finden. Ich habe sie noch nicht so recht für mich gefunden. Aber ich denke, es ist auch nicht so wichtig, weil wieder die Überzeugung, dass es hier etwas gibt, das mich führt, das mich leitet, das mich mein Tun und Handeln leitet oder in meinem Tun und Handeln leitet. Das ist schon allein Kraft genug, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen aufzubauen, dass wir hier immer wieder auch aufgefangen werden, dass wir hier immer wieder in einem Netz, in einer Gemeinschaft sind, wo wir gar nicht untergehen können. Wenn wir Menschen den Lebensstil eines gesunden Zellverbandes nachahmen würden, ginge es auf unserem Planeten wesentlich friedvoller zu. Solch eine friedvolle Gemeinschaft entstehen zu lassen, ist eine echte Herausforderung und Chance für die gesamte Menschheit. Intersein heißt, dass alles mit allem verbunden ist und in Beziehung steht. Es ist auch Thais Hauptmotivation, es ist sein,
seine Hauptaussage, möchte ich mal sagen. Beziehung drückt aus mit einfühlsamer Sprache Achtung, Wertschätzung, Mitgefühl auf den anderen zuzugehen. Und das ist so wichtig. Wir können alles dem anderen sagen, unserem Gegenüber sagen, wenn wir die richtigen Worte dafür finden. Und die finden wir, wenn es von Herzen kommt. Wenn es von unserem Kopf rauskommt und ist dann besetzt mit irgendwelchen gescheiten Ideen, dann kommt es meistens auch gar nicht auf der anderen Ecke an. Aber wenn es von Herzen her kommt, wirklich zu sagen, ja, das liegt mir auf dem Herzen und am Herzen. Und ich möchte es dir sagen, es kann auch Kritik sein. Natürlich sind die liebevollen Sachen besonders schön. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich zum Geburtstag auf meinem Anrufbeantworter eine Gratulation vorgefunden habe, die so liebevoll und herzlich war. Die hat mich so berührt und so freudig gemacht, dass ich sie auf dem Speicher gelassen habe. Und immer wieder mal, wenn ich ihn abhöre, meinen Anrufbeantworter, dann kommt erst der. Ach, danke schön. Danke schön, wenn jemand dir sagt, du bist mir ans Herz gewachsen, ich habe dich von ganzem Herzen lieb und du hast einen Platz in meinem Herzen. Das ist einfach was Wunderbares. Ja, und irgendwann werde ich es dann auch wieder löschen, weil ich es dann auch integriert habe in mir. Und insofern ist natürlich so etwas was Wunderbares, wenn man sich das immer wieder gegenseitig sagt. Und auch das ist nicht so einfach. Ich merke das bei mir auch, wie ich mich da immer wieder auch zurückhalte, anstatt dass ich es vorbringe und sage. Aber irgendwo trauen wir uns auch immer nicht, denke ich. Ne? Also ich merke dann für mich, traue mich manchmal nicht. Ja, diese Dinge hervorzubringen und das auszudrücken mit liebevollen Worten und wie gesagt auch die Kritiken, die wir so anbringen möchten, wenn wir das liebevoll machen, dann ist das alles möglich. Da gibt es inzwischen Kurse für und hier in der Gemeinschaft praktizieren wir das alles schon wirklich wunderbar. Und es fruchtet. Das werdet ihr sicherlich bei euch feststellen können, dass eure Kommunikation mit euren Mitmenschen inzwischen eine ganz andere geworden ist. Dass ihr viel besser verstanden werdet und vor allem, dass euer Freundeskreis wächst und dass das, was von euch weggeht, Ausstrahlung hat. Und vielleicht erlebt er hier und da immer wieder mal, so wie ich auch, dass denn da so ganz nette Sätze daherkommen. Ach, wie schön, dass ich dich wieder treffe oder was auch immer es ist. Um dieses Ziel zu erreichen, diese Gemeinschaft, all dieses Miteinander, ist es wichtig, uns immer wieder an Teils Lehre und um Teils Lehre zu bemühen und zu praktizieren. Mehr Zeit miteinander zu verbringen. Dabei fällt mir jetzt gerade ein, wir sollten doch wieder mal so ein Wochenende oder 3 Tage in Hohenau verbringen. Wir haben das schon mal gemacht und das fasst mal wieder ins Auge. Richtig. Bei aller Unterschiedlichkeit im Bewusstsein, und wir haben alle unterschiedliche Bewusstseinsstufen auch, und in der Wahrnehmung, in unseren Handlungen und in unserem Denken, gibt es immer die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zusammenzufinden und gemeinsam auf eine Weiterentwicklung der menschlichen Zivilisation hinzuarbeiten. Im Wissen, dass das Überleben der Liebevollsten das einzige Verhalten ist, das uns die Existenz auf diesem Planeten sichert und uns erblühen lässt. Und das Allerwichtigste, ich möchte es nochmal ausdrücken, ist die Überzeugung. Überzeugt zu sein, dass ich schaffe, dass ich es kann, dass ich alles in mir habe, diese Buddha-Natur, dieses Vollendete in mir und dass ich da hinkomme, dass ich Zugang dazu habe. Und ihr merkt schon, ich merke selbst, wenn ich das so in meiner Überzeugung sage, dass ich da hinkomme, dass ich das schaffe, wie viel Kraft da schon allein in mir ist,
wie die Überzeugung mich schon nach oben bringt, wie so manche Worte wie Fröhlichkeit, Freude, die mich nach oben bringen, während Traurigkeit mich dann sinken lassen. Das heißt, auch da schauen wir einfach, dass wir mehr mit diesen Worten umgehen und diese Freude, Fröhlichkeit und diese Überzeugungen einfach, dass wir die leben, dass wir die stark machen und sagen, jawohl, das ist und ich schaffe das und das klappt. Und damit bin ich überzeugt, dass wir unser Miteinander wachsen lassen können und großartig zusammenspielen alle. Danke euch.